Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ich fange jetzt das Singen an, um Gottes Willen, das will kein Mensch hören. Standschablone Chaos. Ja, das ist die Standschablone, die ich mir aus der Kooperation mit Globalen rausgesucht habe, falls ihr die Nummer wissen wollt. Das wäre die hier. Und zwar diese Pop-up-Karte. Ich habe gesagt, ich möchte noch eine Karte machen. Ich möchte auch nach dieser Karte noch eine Karte machen, aber glaubt ihr, werde ich heute nicht mehr schaffen. Aber egal, weil ich will ja durchtesten, ob das funktioniert, weil Globalent hat so ein kleines Problem mit Boxen. Beziehungsweise da, wo Prägekanten sind, sind oft Schnittkanten. Und deswegen will ich einmal alles so durchtesten. Ja, ich glaube, die habe ich noch nicht getestet. Aber ist egal. Ja, ich habe heute die Wolken genutzt. Da gibt es zwei verschiedene. Einmal die, also ne, in verschiedene Richtungen. Die habe ich jeweils einmal ausgestanzt. Dann die Hinterteil der Karte. Das ist die Front zum Dekorieren, also das Designerpapier. Habe ich noch nicht benutzt. Das auch noch nicht. Das sind die Seitenteile. Das ist dann das Designerpapier. Ich glaube, die habe ich schon benutzt. Aber das ist dann das Designerpapier für die Seitenteile. Und das ist der Boden, also bei der. Beziehungsweise das ist die Front und das wäre der Boden. Ich mache den Boden aber immer nicht mit, weil sonst kann ich die Karte nicht zusammenklappen. Ja, man kann sie mitnutzen, dann kann man aber die Karte nicht zusammenklappen, ne, dass man sie per Post verschicken kann, sondern dann bleibt sie halt eben steif, sage ich jetzt mal. Genau. Ich zeige euch mal das Exemplar. Das ist sie. Und wenn ich den Boden eben habe, weil es dann unten zu wäre, also da kommen die Klebelaschen hin. Und deswegen lasse ich das weg, weil sonst kann ich sie nicht mehr zusammenklappen. Wie so eine Hexe. Ja, also es hat auch mit den Wolken bis jetzt wunderbar funktioniert. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Die Stempel sind auch übrigens von Globalent. Okay. Also einmal das hier. Dann, das ist die Front. Da kann ich schon mal das Designerpapier aufkleben. Na, wieder Kleber verstopft. Schief. So, das sind eben die Seitenteile. Das ist das, wo der Boden hinkommen würde. Also hier die Klebelasche. Die schneide ich weg. Ich habe die Wolken vergessen, fällt mir gerade auf. Die muss ich gleich noch machen. Dam, da, dam, dam. Könnte ein wenig holprig werden jetzt. Die hier. Und dann einmal die hier.
So. Also ihr seht, es hält die Schnittkanten bzw. die Prägekanten. Da gibt es diesmal nichts zu meckern. So, das sind die Aufleger. Wenn ich das jetzt schon mal alles aufklebe, dann habe ich später keine Probleme mehr. Wobei das auch später geht. Weil durch das sich ja zusammenklappen lässt, kann ich ja dann, könnte ich rein theoretisch auch das aufkleben. So. Ich schaue nur, dass ich unten und an der Seite gerade bin. Das wäre natürlich mit Klebeband einfacher, aber da kann ich nicht schieben. Da müsste ich dann wirklich Punkt auf Punkt aufkleben. Also halt genau aufkleben. So. Dann machen wir hier Kleber drauf. Ich bin immer überlegen, ob ich nicht nach unten gehe. Nee, da würde man teilweise die Wolken gar nicht sehen. Ich schaue jetzt nur, dass ich ungefähr gerade bin. Wobei bei den Wolken das gar nicht so auffällt. Ich habe jetzt hier auch keinen Abstand. Also ich mache das auch wirklich so Pi mal Daumen. Ich denke, dass es passt. Habe ich ja die kleine Hilfe. Das kann noch mal kurz anziehen. Derzeit kann ich mein Hintergrundpapier aufkleben. Warum ich das nicht gleich mache? Gut, womöglich sieht man, naja, man sieht es doch. Ich habe ja hier diese Klebeflächen. Und so kann ich den mit dem Designerpapier noch ein bisschen verstecken, ansonsten würden die halt bis hierhin zu sehen sein. Was jetzt nicht schlimm wäre, aber wenn man es verstecken kann, kann man es verstecken. Ah, hier ist kein Kleber drauf. So, und dann machen wir auch gleich Kleber drauf. Dann ist nämlich das Gestell auch schon zusammengebaut. Ich habe mal das, wie ich das Bild gesehen habe, habe ich mir total schwierig, total kompliziert vorgestellt. Aber das ist total einfach, die zusammenzubauen. So, jetzt machen wir nochmal die andere Richtung. Und dann ist das Grundgerüst nämlich schon fertig. Jetzt können wir dekorieren. Wie gesagt, ich habe die Stempel auch von Globaland. Da habe ich jetzt aber gar keine Nummer. Ich weiß gar nicht, habe ich mir die selber gekauft oder aus der Kooperation? Ich glaube, die habe ich mir selber gekauft. Ich glaube, das war meine erste Bestellung. Ich müsste lügen, da müsste ich mal nachgucken. So, die kleinen hierhin. Dann machen wir gleich das Hacks drauf. Wir warten, bis der Kleber nach unten gelaufen ist. So. Augenbraue juckt. Okay, dann können wir das innen dekorieren. Dafür nehme ich jetzt dieses Mäuslein.
dreht es mal um, beziehungsweise kippt es mal, damit ihr besser sehen könnt. Ach, jetzt habe ich die genau gegengesetzt gemacht. Egal, machen wir es halt auch entgegengesetzt. Weil ich habe hier die große Wolke hier. Beides. Ja, machen wir so. Machen wir so. Dann die zwei kleinen. Das ist normalerweise ein Stempel, der zusammen ist, aber ich habe die auseinandergeschnitten. Da gehört der dazu. Ich habe schon wieder zu viel gesprochen heute. Klebt es noch? Es klebt noch. So. Dann hier ein paar Sternchen noch verteilen. Okay. Was ich dann noch gemacht habe, diese fliegenden Sterne. Die hier. Entschuldigt. Da habe ich von der Folie. Wenn ich meine Stempel umsortiere, ich sortiere sie ja immer so um, und dann bleibt ja oft diese Folie übrig. Nicht die Trägerfolie, sondern diese Schutzfolie. Und die hebe ich mir oft auf, weil ich damit Schüttelkarten oder irgendwas bastel. Und da habe ich mir jetzt so 1 cm breite Streifen zurechtgeschnitten. Da kommt doppelseitiges Klebeband drauf. Weil Flüssigkleber hält nicht so toll auf Folie. Ja, ich bin noch im Bilde. Dann klebe ich mir die da so dahinter. Schneide ungefähr das ab, was ich für zu viel empfinde. Dann kommt auf dem Stern auch nochmal Folie. Doppelseitiges Klebeband drauf. Huch, wo ist es denn jetzt? Ach, da hängt es. Jetzt hängt es am Fingernagel. Toll. Machen wir es jetzt so. Sieht da die Spitze. Und dann klebe ich das da dran. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ja, man kann die Folie so ein bisschen erahnen. Und dann oben noch einmal. Oh, jetzt klebt es am Finger fest, das hatte ich vorhin auch schon. Und die ist abgehauen. Gott sei Dank nicht auf die Seite mit dem Kleber. Und die kommt dahin. Und dann sind wir auch schon fertig. Wobei die ein wenig verdeckt. So. Und dann kann ich die nämlich zusammenklappen. Und dann kann ich die auch per Post verschicken. Wie gesagt, man könnte den Boden noch reinmachen, aber dann kann ich es halt nochmal verschicken. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Luft holen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.